Die Hamburger Futsal-Rache ist geglückt. Die Hamburg Panthers schlagen Bayer 05 Uerdingen mit 5:4 und ziehen damit in das Finale der deutschen Futsalmeisterschaft ein. Wir wollten auch mit den Jungs von Anfang an, auch in der Halbzeit, schon 3-4-0 aufführen in die Richtung. Und das hat geklappt und wir wussten auch, dass sie den Torwart rausnehmen und das Spiel machen. Aber ich denke schon, dass wir gut abgewehrt haben. Und das ist eben beim Futsal so. Ja. Nach dem 4-0 fühlt man sich ein bisschen sicher, aber es kann jede Minute Tore passieren. Aber ich denke schon, dass wir taktisch, technisch und im Endeffekt auch spielerisch nachher doch überzeugt haben. Trauer bei den Uerdingern, aber auch Anerkennung für die Leistung der Hamburger. Die Tore, die machen, das waren Innenpfostenschüsse, die machen die einfach extrem gut. Ob das Lindener war oder Onoa, die haben das überragend gemacht. Drehenschuss, machst du da nicht viel, Pfosten und Winkel ist frei, so war das auch heute. Ne? Und wir dagegen treffen das Tor überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, ob der Torwart überhaupt was halten musste in der ersten Halbzeit. Von daher, wie gesagt, da müssen wir uns auch ein bisschen an der eigenen Nase fassen. Da steht nicht 4-1, weil ich nichts halte, sondern weil wir vorne nichts machen. Die Hamburg Panthers jubeln im zweiten Jahr dabei und dann gleich zum zweiten Mal der Finaleinzug. In der ersten Halbzeit habe ich, glaube ich, 2 Bälle halten müssen oder 3 vielleicht. Die zweite Halbzeit war dann nonstop. Irgendwie Strafraum, sind die Bälle geflogen. Ich habe, glaube ich, 1000 Side-Steps gemacht, nur geschwitzt. Dann kullern dir 2 Bälle, was heißt kullern, fliegen durch die Beine. Ich glaube aber trotzdem, dass ich ein paar noch gehalten habe, ganz gut. Also mit meiner Leistung bin ich zufrieden, aber mit der Mannschaftsleistung absolut top, mehr geht nicht. Ich glaube, die erste Halbzeit haben wir die Zweikämpfe nicht richtig angenommen. Da waren die Panthers ein bisschen stärker dran. Wir haben auch die Stärke gezeigt, individual waren sie schon besser. Zweite Halbzeit wollten wir dann in Überzahl spielen, das hat dann auch gut geklappt. Leider noch ein Tor bekommen, war trotzdem ein knappes Ergebnis. Wir haben das gut gemacht, aber wir haben auch gut verteidigt. Und dann hatten wir auch die Chancen aufs leere Tor. Gut, da gehört auch wieder Glück dazu. Letzte Woche in Stuttgart haben wir jeden Ball reingemacht von hinten, diese Woche hatten wir halt Pech. Aber haben wir doch im Endeffekt verdient gewonnen. So sehen Sieger aus. Hakan Karadiken und Co. streben ganz klar die Titelverteidigung an. Am 6. April ist es soweit. Die Hamburg Panthers treffen auf den UFC Münster. Wir warten erstmal ganz viele Hamburger Leute, Hamburger Jungs, ja. Wir warten Hamburg, das Stadion hier voll zu machen. Hamburg kommt und guckt ein super Finalspiel gegen Münster. Ich denke schon, dass wir die deutsche Meisterschaft in die richtige Richtung führen werden. Wer es verdient hat. Alle Tore, eine ausführliche Spielzusammenfassung und reichlich Emotionen gibt es dann am Dienstag auf www.elbkick.tv zu sehen.